jetzt einen riesen Hunger auf ein Törtchen. Ja klar, Donald. Welches möchtest du denn gerne? Ich glaube, dieses hier sieht lecker aus. Okay, dann nimm's dir weg. Goofy ist auch schon oben. Dann geh ich mal zu ihm. Hände hoch, Mini. Das ist ein Überfall. Aber, warum überfällst du mich? Weil die Panzerknacker immer Geld brauchen. Pack alles hier, was du hast, in meinen Sack. Okay, okay. Hier hast du alles. Danke. Hey, Goofy, hast du das gesehen? Ja, wir müssen sofort Mickey anrufen. Hallo, Mickey? Überfall in Minis Restaurant. Du musst sofort kommen. Die Panzerknacker waren hier. Hey, Pluto, hast du gehört? Da war ein Überfall in Minis Restaurant. Ich muss sofort los. Bleib du hier in der Polizeistation. Ich schaffe das schon alleine. Ich glaube, hier ist ein guter Platz, um eine Polizeisperre zu errichten. So. Stopp, junger Mann, wohin des Wegs? Ich gehe hier nur spazieren. Das glaube ich nicht. Ich habe einen Anruf bekommen, dass Sie Minis Restaurant ausgeraubt haben. Nein, das habe ich ganz und gar nicht. Ich nehme Sie jetzt erstmal mit aufs Revier und dann werden wir Ihre Personalien aufnehmen. Na gut, wenn es sein muss. Dann bitte einmal hinsetzen. Gleich kommen unsere Zeugen. Na gut, dann warte ich hier. Hallo, Goofy. Schön, dass du als Zeuge gekommen bist. Kein Problem, Mickey. Schau mal da vorne, der da sitzt. Ist das der Minis Restaurant überfallen hat? Mal sehen. Ja, genau das ist er. Er hat Mini das komplette Geld abgenommen. Vielen Dank, Goofy. Dann werde ich ihn jetzt verhaften. Hallo, Mister? Ja. Sie sind verhaftet. Der Zeuge hat Sie wiedererkannt. Bitte folgen Sie mir nach oben. So, Fingerabdrücke haben wir abgenommen. Jetzt machen wir noch eben ein schönes Foto. So, fertig. Und diese Zelle wird für die nächsten Tage dein Zuhause sein. Jetzt hast du genug Zeit, um über deine Taten nachzudenken. Vielen Dank, Goofy, dass du mir bei der Aufklärung des Falls geholfen hast. Gerne, Mickey. Pluto, geh doch mal gucken, wie es unserem Gefangenen so geht. Was ist denn los, mein Junge? Oh mein Gott, wo ist der Panzerknacker hin? Er ist doch nicht etwa ausgebrochen. Schau dir das an, Pluto. Da ist der Panzerknacker doch tatsächlich durch das Loch in der Wand ausgebrochen. Ich glaube, die Panzerknacker sind cleverer, als wir dachten. Also, ich würde vorschlagen, wir machen uns auf die Suche. Und ihr könnt die Suche nach dem Panzerknacker in einer nächsten Folge begleiten. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss! So, die aufgebaute Polizeistation von Mickey Mouse sieht recht unscheinbar aus von vorne. Ihr seht aber schon, sie besteht auf der rechten Seite aus zwei Etagen. Links ist das Gefängnis, wo Mickey Mouse steht und oben drüber der Helikopter. Die Mickey Mouse Figur, die dabei ist, sieht ähnlich aus wie die anderen Mickey Mouse Figuren auch. Sie trägt eine blaue Uniform und auch eine blaue Polizeimütze. Auch hier, das kennt ihr schon vielleicht von der Feuerwehrstation, da habe ich euch das auch schon gezeigt, gibt es auch coole Sounds. Und damit man besser spielen kann, kann man die Polizeistation auch noch ein bisschen ausfahren. So, wir drehen das Ganze mal um. Und ihr seht so die Polizeistation von hinten. Wir beginnen am besten mal unten links, wo Mickey gerade sitzt. Hier seht ihr Mickeys Polizeibüro. Vorne an sitzt Mickey am Laptop. Neben ihm steht eine leckere Packung Donuts. Links im Hintergrund ist ein Schrank. Und auf der rechten Seite befindet sich eine Tafel mit Hinweisen zu verschiedenen Fällen. In der Mitte, wo wir vorhin die Polizeistation ausgeklappt haben, befinden sich die Bänke. Und noch weiter rechts ist das Gefängnis, wo schon einer der Panzerknacker sitzt. Die Gefängnistür lässt sich natürlich auch öffnen. Hier muss ich aber sagen, leider sind von den Panzerknackern drei Pappaufsteller dabei und leider, leider keine Figuren. Wir gucken uns das Gefängnis nochmal näher an. Hier auf der linken Seite ist das Bett und auf der rechten Seite seht ihr ein Stück Wand. Und das ist das Besondere, das schauen wir uns jetzt mal von außen an. Hier befindet sich nämlich ein Loch in der Wand.
wo die Gefängnisinsassen ausbrechen können. Machen wir die Wand und die Gefängnistür schnell wieder zu, damit der Panzerknacker nicht ausbricht. Über dem Gefängnis befindet sich der Landeplatz für den Helikopter. Mit dem kann Mickey ganz schnell am Einsatzort sein. Auf der anderen Seite der Polizeistation in der ersten Etage befindet sich noch ein Zimmer, wo Mickey Mouse Fotos von den Gefangenen macht. Hier seht ihr auch den zweiten Pappaufsteller von einem der Panzerknacker. Um das Ganze noch perfekt zu machen, seht ihr hier vorne jetzt neben Mickey Mouse den dritten Pappaufsteller.